Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist ein besonderes Video, ihr habt es vielleicht schon gesehen im Vorschaubild. Ich mache eine Kooperation. Das ist ein Kooperationsvideo. Das hat es, glaube ich, auf meinem Kanal noch nicht gegeben, weil normalerweise mache ich sowas nicht wirklich. Aber diesmal ist mir gut überlegt und ich habe mich dazu entschieden, das tatsächlich zu machen. Ja. Wenn ich jetzt so rüberguckt, da sitzt nicht der Lenny. Der Lenny lässt euch Grüße, der liegt gerade noch im Bett. Nein, hier sitzt die Upgrade-Box. Das ist die Box, für die ich heute, ja, ich mache Werbung dafür. Die Leute von Upgrade, die haben mich angeschrieben. Ich weiß nicht, ob die jemals ein Video von mir geguckt haben oder ob die nur nach der Abozahler gehen. Auf jeden Fall haben die mich angeschrieben und haben gefragt, ob ich bereit wäre, so eine Box mal zu erhalten und mal auszuprobieren und darüber halt zu berichten mit einem Video. Das ist also eine Kooperation. Und ich habe schon öfter solche Anfragen bekommen und ich lehne die eigentlich immer ab. Aber ich muss sagen, bei Upgrade, da habe ich schon länger gedacht, die haben tolle Sachen in ihrer Box. Also das ist eine, das nennt sich Subscription Box. Schwieriges Wort für Leute wie mich. Und also das heißt, das ist so eine Abo-Sache. Also das abonniert man und dann bekommt man einmal im Monat so eine Box zugeschickt. Viele kennen das vielleicht von früher. Da gibt es ja alle möglichen Boxen. Ich hatte mal eine Pinkbox mit Schminksa. Ewig und drei Tage. Also sowas in der Art ist es. Und das bekommt man zugeschickt. Und bei der Upgrade-Box, das sind eben ja, die Art Supplies heißt es ja. Also ich übersetze es immer für meine Zuschauer, weil ja, das, die viele englische Wörter, das übersetze ich einfach für euch. Also das sind einfach ja, Sachen drin zum Malen, zum Kreativsein. Und was ich finde, was ich schon gesehen habe, wenn ich solche Auspackvideos geguckt habe, finde ich, haben die eine ganz tolle Mischung immer drin. Das sind echt ein bisschen spezielle Sachen, wo man nicht so gerade, wo nicht gerade jeder so auf dem Schirm hat, aber sie sind hochwertig. Also da ist kein, finde ich jetzt mal so, billiges Zeugs halt drin. Also sondern ich finde es sehr hochwertig. Und das hat mich an der Box, was ich bis jetzt gesehen habe, ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Wir machen es jetzt dann nachher zusammen auf, beziehungsweise heute Abend. Ich gehe jetzt arbeiten und heute Abend gucken wir zusammen in die Box rein. Und ich bin selber sehr, sehr gespannt, was da drin ist. Und dann werde ich damit kreativ sein. Da bin ich auch gespannt, weil das ist das Spannende an der Box. Die kommt und es überrascht euch und dann könnt ihr nochmal diese Sache ausprobieren. Und das sind vielleicht Stifte dabei oder Farbe dabei. Die habt ihr so noch gar nicht gesehen irgendwo. Oder ja, wir lassen uns überraschen. Bis gleich. Für mich ist bis in 10 Stunden. Für euch ist bis gleich. Alla, bis dann. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Jetzt ist tatsächlich sogar mehr wie 10 Stunden später, eher 12 Stunden später. Ich bin jetzt, habe endlich Feierabend und da ist sie jetzt und ich bin so aufgeregt. Der Wahnsinn. Also, ja, das ist das Logo und da steht jetzt zum Beispiel drauf, die wievielte Box das ist bei mir. Mir haben sie jetzt die Box Nummer 31 geschickt. Ja, genau. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Die sieht so aus, da vorne ist wie so ein Schloss dran. Also die ist auch ziemlich schwer. Und, obla, ich habe noch gehört, da ist auch echt was drin. Ne? Und irgendwo kann man die aufmachen. Ah, dahin. Ne? Sehen? Ne? Da kann man die, da, da kann man ziehen. Und das machen wir jetzt mal. Oha. Da steht da alles natürlich in Englisch. You are getting was. Closer, thank you for having you on board, mate. Okay, so freue ich mich, dass ich dabei bin. Ich glaube, ich bin die Älteste im ganzen Haufen. Aber das macht nichts. Vielleicht haben die auch noch nie ein Video von mir gesehen, wissen gar nicht, wer ich bin. Aber sie haben es mir angeboten und ich habe ja gesagt. Und jetzt gucken wir mal, jetzt suche ich gerade mein Messerle. Weil, Moment, wo ist denn? Das möchte ich hier aufschneiden. So, und jetzt gucken wir da rein. Ich bin sehr gespannt. Oh, meine erste Upgrade-Box. So sieht es aus. Alles sehr lila.
Und da sind die Sachen drin. Können wir es gleich aufmachen. Nee, ich glaube, wir holen das jetzt erstmal raus und gucken mal, was da unten drunter sich befindet. Das ist nämlich so bei denen. Da kriegen wir dann immer, das ist die Bottle Post. Oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich spreche es jetzt so aus. Da legen die euch immer so ein Heftle dabei. Die Box ist jetzt vom März gewesen. Und da ist dann immer ein Heftle dabei. Und in dem Heftle, da hat jetzt ein Künstler oder eine Künstlerin was kreiert. Und das ist jetzt zum Beispiel vermutlich das Bild da. Von Julia. Julia. Frage mich nicht. In dem Heftle, da sind jetzt zum Beispiel, da sind jetzt die Sachen beschrieben, die in der Box drin sind. Zum Beispiel werden wir jetzt da in dem Tütle, das da finde, ein Brush X. Und dann wird auch beschrieben, seht ihr, da kann man, das ist wie Tippex anscheinend für Farbe. Das Fläschle kostet, da steht es dann 6,50 Euro, wenn ihr euch das im Laden kauft. Ne? Ja. Übrigens gibt es einen Rabatt, wenn ihr meinen Code benutzt, den blende ich euch jetzt ein und dann kriege ich noch 15% günstiger. Da ist jetzt von der Künstlerin, also ich gucke das mir später mal in Ruhe an, ich gucke jetzt nicht alles durch, weil ich will ja mich überraschen lassen, was da drin ist. Das erste wissen wir jetzt schon, was da drin ist, das gucken wir uns nachher nochmal an. Und dann hat immer quasi ein Künstler oder eine Künstlerin, die habe dann irgendwas kreiert. Das ist jetzt zum Beispiel von der Künstlerin. Ich vermute, es ist eine Frau gewesen. Und die hat das gemalt. Und das ist dabei. Kann man sich, wenn es einem gefällt, einrahmen an die Wand hängen, wie auch immer. Und das ist mit der Farbe gemalt, die dann auch hier in der Box drin sind. Kann man quasi nachmalen, wenn man das möchte. Und dann sind noch die Sticker dabei. Das ist ja quasi das gleiche Design. Sind ja noch der lustige Frosch dahinter, der ist nochmal da. Wenn man ein Sticker-Fan ist, dann ist das was. Ich werde es meiner Tochter schenken. Bin ja schon ein bisschen älter, ne? Da gefällt es vielleicht eher. Sorry, aber ich bin halt ehrlich. Und dann ist meistens, das ist das Ende, ein schönes, sehr hochwertiges Papier dabei. Und da ist sogar ein ganzer Block dabei. Ja. Da ist nochmal wie ihr da reinkommen könnt, aber ich meine, ich verlinke euch sowieso alles unter drunter in der Infobox. Und das ist ein, steht da irgendwie, wie viel Gramm das hat? Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir da in den Block gucken, aber es fühlt sich sehr hochwertig an. Also theoretisch kann man dann direkt anfangen, weil das Papier kriegen wir auch geliefert. Und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Jetzt lege ich das gerade nochmal da rein. Und da ist so schön aufgehoben, dass mir auch nichts verloren geht. Und jetzt machen wir mal das ganz vorsichtig auf. Das Papierle ist ja schon mal schön. Ihr wisst, aus welchem Bereich ich komme. Im Junk-Journal-Bereich hebt man ja jedes Fetzle-Papier eigentlich auf. Und kann das dann wieder irgendwo in einer Collage oder so verwenden. So, jetzt sind wir mal alle gespannt. Oha. Boah. Das ist mal gut gefüllt, würde ich mal sagen. Uiuiuiui, toll. Das ist das jetzt, Brush X. Also wir probieren dann nachher was. Ich probiere das Zeugs nachher alles mal aus. Also das ist wie Tippex für was für Farbe. Moment mal, steht das da irgendwo? Wahrscheinlich für sämtliche Farbe. Gucken wir mal, was da passiert. Can be overpainted after drying. Also nachdem es sogar trocken ist, die Farbe können wir da mit drüber und dann wird es hoffentlich Tippex-mäßig da irgendwas wegmachen von unserer Zeichnung. Was haben wir da? Ein Ecoline, ein Brush Pen. Also von der Firma habe ich mir mal weiße flüssige Acrylfarbe gekauft. Brutal teuer. Und wirklich gut, wirklich gut, super deckend. Und das ist ein schwarzer Pen. Ja, also wenn wir uns jetzt dann nochmal hier das Kunstwerk angucken, dann gehen wir davon aus, hat sie diese schwarze Fläche mit dem hier gemalt, gell? Toll. 700. Ich denke, den muss man schütteln oder so. Das muss ich mir nachher alles in Ruhe durchlesen, bevor ich dann da loslege. Meine Nummer Kamera aus,
Oh, das sind ja ganz viele. Hoppla, das ist alles die gleiche Sorte. Ne, schütteln muss man nicht. Das sind die Farben. Das sind schöne Farben, sehen wir mal. Plus diesem Schwarz. Da müssen wir uns nah überlegen, was wir da damit dann malen werden. Das sind die Nummern drauf. Und ich glaube, das ist pro Box, das kann auch ein bisschen unterschiedlich sein. Also wenn ihr die Box Nummer 31 bekommt, ich weiß es nicht, ob da immer überall genau die gleiche Farbe drin sind oder ob da mal ein bisschen unterschiedliche Farbe drin sein können. Oha. Und Van Gogh Watercolor Farbe. Die sind auch so teuer. Ich habe mir mal einmal die goldene gekauft. Ich habe gedacht, kaufe ich nie wieder, weil die so teuer war. Und jetzt sind da drei so. Okay, sie sind kleine Tube, muss ich jetzt sagen. Aber hey, sie sind trotzdem Watercolor Farbe und schöne Farbe. Sehen wir mal das schöne Blau. Oh, und das Grün ist auch, und das ist auch schön. Yellow Ocker. Ocker ist das. Das ist so ein Türkisgrün und das ist ein Indigo-Blau. Oh, toll. Wunderbare Farbe. Und ein Mikronstift. Die habe ich ja immer. Was ist ein Zehner? Also 10 habe ich nicht. Ich habe 0,2 und so weiter. Warum geht er nicht auf? Ah, da. Oha. Ah, das ist mal ein Uschi. So ein dicker habe ich tatsächlich noch nicht. Meine sind ja eher so. Das war der 0,5. Okay, die Hälfte. Oh, da geht es schwer auf, ne? Das ist echt ein Unterschied. Aber toll. Muss ich nur mit dem Käpple aufpassen. Halt, die 10 kommt hier drauf. Die Mikronstifte, die sind, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Wahrscheinlich sage ich es falsch. Vielleicht sagt man Micron oder so. Die sind, ich finde, das sind die beste. Also die kaufe ich mir immer nach und die habe ich mir schon oft nachgekauft. Also ich finde, sind die beste. Und einen Bleistift, dass wir gleich Skizze machen können. Den müssen wir noch anspitzen. Ist auch dabei. Und da ist noch ein Pinsel dabei. Ein Da Vinci Pinsel, auch sehr hochwertige Marke. Und da ist der dünne dabei, der Sechser. Ah ja, alles da. Alles da, jetzt ist nur die Frage, was malen wir. Das ist die Frage. Ah, sehen wir, was da für tolle Pinsel gibt, ja. Mein uralter Pinsel, den habe ich schon oft gehabt früher. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Nee, ich sehe ihn gerade nicht. Ich will ihn euch zeigen. Es war auch ein Da Vinci Pinsel. Den habe ich schon über 20 Jahre. Die sind mega gut. Der verliert quasi keine Haare. Und das ist aber ein ganz dicker, wo ich da habe. Und der ist so toll. Ich habe mir letztens echt schon überlegt, ich muss mir mal wieder einen nachkaufen. Ein großer. Ich möchte einen großer nachkaufen. Sehr schön. So, ich mache jetzt das Kistle aus. Ich lese mir mal kurz das Heftle durch und dann sind wir gleich wieder zusammen. So, ihr Lieben, jetzt bin ich schlauer. Also ich habe jetzt mal mir das Heftle angeguckt. Das ist echt toll. Da ist jedes alles beschrieben. Das da habe ich vorher falsch vorgelesen. Ich dachte nämlich, das ist die Beschreibung für das, was hier abgebildet ist. Stimmt nicht. Wie heißt es immer? Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Da schreibe sie nämlich von den Talents Eco Line Brush Pens. Das sind nämlich die hier. Das ist die Beschreibung für die hier. Und von diesem Fläschle, die Beschreibung, die kam ein bisschen später. Genau. Also das sind ganz hochwertige Farbstifte. Die kann man aufmachen, da muss man nicht schütteln. Da kann man direkt loslegen. Ja. Und dann haben sie eben das da erklärt. Da kann man jetzt zum Beispiel wieder diese Farbe hier, das haben sie jetzt mit der Farbe hier gemalt. Da kann man dann wieder so wie rauslöschen, wie mit Tintenlöscher funktioniert das. Das ist alles da damit gemacht und da wird das dann auch so Tipps, wo erklärt wird, wie die das gemacht haben. Das sind jetzt zum Beispiel mit einem dünnen Pinsel dann aufgetragen, also nicht mit dem Pinsel, der da dran war. Das ist so ein bisschen, da sind so ein bisschen Tipps dabei. Die haben das auch zum Teil gespritzt, das sieht man da unten. Und ja, also alles ist irgendwie erklärt, das finde ich ganz toll, weil das sind ja auch zum Teil Sachen, die man nicht kennt. Und da steht auch ganz bei wichtig, steht zum Beispiel dran, ne? Also es ist immer auf Englisch und auf Deutsch erklärt, also tolle Sache. Und da steht auch dabei, dass es bei den Van Gogh Watercolor Farbe nicht funktioniert. Das muss man auch wissen, gell? Sonst probiert man da in der Gegend rum und denkt, das klappt nicht. Es klappt mit den Stiften und noch, es gibt noch ganz viele andere Stifte, die stehen dann da oben, da funktioniert das auch. Nur bei der Wasserfarbe, Aquarellfarbe, da funktioniert das nicht mit diesem Lösch, mit dieser Löschflüssigkeit hier.
Und da wird eben nochmal über die Stifte halt so alles berichtet, auch was es alles für Farben gibt. Und da steht auch, was die kostet, 2,85 einer. Das ist so die, die Preisempfehlung, schätze ich mal, wie so im Normalfall kostet. Das Fläschle kostet normal 6,50. Also ich habe das Material mal zusammengerechnet, was in der Box war. Und ich komme mit zweimal verrechnen, aber es hat ihnen doch gepasst, auf 36 Euro etwa. Die Box kostet, lasst mich jetzt nicht festnageln, ich meine, ich habe heute mal reingeguckt, aktuell kostet sie, glaube ich, 24, wenn ihr eine Box euch bestellt und wenn ihr sagt, ihr gönnt euch das mal für 3 Monate, dann ist es ein bisschen günstiger. Aber das Material, was in der Box ist, ist immer mehr wert als wie die Box natürlich selber. Und das ist ja das Tolle dran. Und man wird überrascht mit tolle Farbe. Also man gönnt sich quasi selber was. Das sind diese ganze Wasserfarbe, wo es da gibt von Van Gogh. Die sind toll. Ich habe das Gold. Ich glaube, das dunklere Gold. Mega tolle Farbe. Ja, da war die Pinsel erklärt und der Bleistift, Scheibenbleistift und 2B-Bleistift, der ist recht weich. Und dann noch dieses Papier, das ist 230 Gramm schweres Aquarellpapier. Ja, und da steht auch der Block, also das Blöckle da mit dem Papier kostet 3 Euro. Ja, also so ist da alles beschrieben. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll und sehr auch wichtig. Und das ist jetzt die Künstlerin. Ich denke, man sagt Julia Orlova. Orlova, ja. Und die hat jetzt quasi diese Sache gemalt hier, die, wo man das sieht. Und da ist so ein bisschen die Geschichte von ihrer alles beschrieben. Da sieht man, wo sie arbeitet. Und das ist ihre Kunst. Und jetzt kommt noch was Tolles. Da gibt es nämlich jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da zeigt sie Schritt für Schritt ein Bild, so der erste Schritt und dann der zweite Schritt. Das ist jetzt eben mit diesem Micron da, mit dem Fineliner gemacht. Und hinterher wird dann ausgemalt mit irgendwelchen Stifte. Ich weiß es nicht, hat sie da die Aquarellstifte genommen, hat halt wahrscheinlich gemischt. Und hier diese, das ist das Türkis. Und so ist das Bild entstanden. Ja, kann man also nachmalen, wenn man das möchte. Da kann man so ein bisschen, das kann man sich ein Video dann angucken. Und, also toll, richtig toll, da ist echt was geboten. Das ist von einer anderen Künstlerin, auch nochmal so ein paar, von der Krixelpixel. Ja, so ein paar Hacks, sage die da. Also so Tipps und Tricks, auf Deutsch gesagt. Und ja, also so Heftle, da könnt ihr euch wirklich da durchschaffen. Auch toll, tolle Farbe. Ah ja, und jetzt machen wir was. Die Frau Bullenhut wird jetzt auch was machen, aber ich mache nicht sowas. Das ist halt einfach nicht mein Stil. Das ist nicht so mein Ding. Und ihr wisst ja, was ich immer sage. Ich sage immer, ich kann nicht malen. Das ist schon ein bisschen das Problem mit der ganzen Sache. Ich weiß nicht, ob das denn nicht bewusst war. Aber es ist halt so. Wir machen es trotzdem. Weil ich finde, man muss ja nicht malen können unbedingt, um sich kreativ zu sein. Das ist das, was ich immer sage. Also fangt einfach an, macht einfach was, traut euch das zu, auch wenn ihr denkt, das klappt nicht. Es geht ja nur darum, dass man ein bisschen kreativ war. Ne? So ist es so. Suchen wir uns mal einen Spitzer und spitze mal den Bleistift an. Da nicht ist da. Ja, es wird noch was. Irgendwann heute im Laufe des Tages. So, jetzt. Also ein bisschen haben wir es jetzt. Okay. So, das sind schon ein paar Stifte. Das ist das. Und wenn es euch so geht wie mir, dass einem nicht einfach was einfällt. Ihr kennt mich ja. Ich habe hier mein Büchle da, mein Hilfsbüchle da von der Johanna. Was fort, habe ich euch schon mal gezeigt, dieses magische Welten. Und ja, ich liebe das halt einfach. Und das sind einfach tolle. Hier, das ist jetzt eine Seite, die werde ich mir jetzt da oben hinlege, so um ab und zu mal drauf zu gucken. Ich mache wieder so kleine Blumen. Ich mache mir quasi Journalkarte für unser Junk Journal. Ihr wisst ja, wo wir unterwegs sind. Hoppala.
So, ihr seht das jetzt nicht mehr, aber ich sehe das noch. Ich kann da jetzt oben schön abmalen. So, und ich gucke jetzt mal. Ich werde jetzt da in jedes ein Blümchen reinmalen und hinterher malen wir das aus. Und das können wir hinterher ausschneiden und dann können wir es uns wieder auf irgendwelche Buchseite kleben oder so und als Journalkarte dann benutzen. Für unser Junk Journal, ne? So, jetzt überlege ich mir gerade, ob ich es nicht quer nehme. Vielleicht so ist vielleicht auch nicht schlecht. Gerade wenn ihr so eine Vorlage habt, ihr müsst es nicht genau wie die Vorlage machen. Sondern so eine Vorlage dient euch ja einfach nur so, um ganz kleines bisschen eine Idee zu bekommen. Wenn man jetzt Apps machen will und man hat jetzt, ja, einfach, ich habe heute Schulung gehabt, mein Tag war etwas anstrengend und ich habe mich jetzt aber trotzdem gefreut, in mein Bastelzimmer zu kommen und es zu machen. Ich habe mich auf die Box gefreut, weil ich gespannt war, was da drin ist und habe mich jetzt sehr gefreut, dass ich die auspacken durfte und ja, dass die mir auch angeboten wurde. Also vielen Dank nochmal und liebe Grüße an den Marco, der hat so nett mit mir geschrieben. Die sind wirklich sehr freundlich, weil normal, die schreiben euch in Englisch an und ich habe dann ja mitgekriegt, dass die Firma in Hamburg sitzt. Und dann habe ich halt einfach in Deutschland zurückgeschrieben und mir wurde geantwortet und das finde ich echt toll. Und jetzt machen wir da so ein bisschen Fantasieblümle. Und ich tue da jetzt mal ein bisschen vor mich hin malen. Und dann sprechen wir gleich wieder miteinander. Ja, und dann habe ich da losgelegt und habe da ganz in Ruhe mir auch die Zeit genommen, ein bisschen so, ja, wie so kleine Skizze zu machen. Da ich beschlossen, ich brauche gar nicht so viel Platz, ich mache lieber noch eine Karte mehr. Darum habe ich mir dann nochmal sowas abgetrennt, im Lineal sogar. Sieht man ja bei mir selten. Aber dann hat man mehr Möglichkeiten gehabt. Und die Blümle, die sind ja, ihr seht das, relativ einfach. Es ist ja einfach nur manchmal, man braucht die Idee, wie es aussehen könnte. Und eben mit diesem Buch, also ich habe das ja schon öfters benutzt. Ich finde das ganz toll und ja, das sieht halt einfach hübsch aus. Einfache, hübsche, kleine Blümchen und ja, später verarbeiten wir die natürlich noch, damit man dann auch später dann auch wirklich was davon habe. Ja, also ich muss sagen, ich komme da immer runter. Also wie gesagt, mein Tag, der war stressig und hinterher war es sehr angenehm. So, der erste Schritt, der ist getan. Der zweite Schritt ist jetzt das Ganze mit diesem Micron 10 nachzumalen. Das ist echt ein dicker Stift. Ich habe noch nie so einen dicker benutzt. Normal mache ich das ja immer mit einer ganz dünnen. Aber ich glaube, wir machen das jetzt einfach. Und ich mache das jetzt tatsächlich auch, bevor ich mit der Aquarellfarbe dran gehe. Oha. Das wird diesmal sehr plakativ, würde ich mal sagen. Ah, geben wir dem Ding mal eine Chance, ne? Also wenn ihr da nicht ganz treffe, eure Bleistiftlinie, das ist ja nicht schlimm. Die radieren wir nachher wieder weg. Wichtig ist jetzt der Stift. Ich fange mal da an. Und wenn euch da das, was ihr vorher gemalt habt, wenn euch das nicht so gefällt, dann könnt ihr ja jetzt mit dem schwarzen Stift ein bisschen korrigieren. Wenn ihr irgendwas gerne lieber anders gemacht hättet. Aber das, was halt dann da drauf ist, das ist drauf. Also der ist permanent und das kann man nicht wegradieren. Das müsst ihr euch dann schon, da müssen wir dann schön langsam machen, ne? Ich wusste gar nicht, dass es die in dieser Dicke gibt. Wurde schon sehr, sage ich jetzt, sichtbar. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, ich habe für mich beschlossen, mittlerweile, ich werde den doch öfters mal benutzen, weil ihr seht ja, also das ist, zuerst kam mir das vor wie, oh mein Gott, das ist viel zu dick, dieser Stift, aber ich weiß ja jetzt schon, wie das Endergebnis aussieht.
Es ist wirklich in Ordnung. Also, ja, das sieht man halt einfach. Ja. Das ist dieses Plakative. Habe ich so noch nie gemacht. Aber es hat auch was. Ja. Ist halt eine andere Art. Eine andere Art zu malen. Und das ist genau das Interessante. Mit so einer Box, wenn ihr dann die Sache benutzt, auch benutzen wollt, dann gebt ihr dem Ding eine Chance und macht neue Erfahrungen. Und ja, das finde ich toll. So, einigermaßen ist es weggegangen. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache das alles weg. Ich kann das immerhin da zurechtschneiden. Und jetzt geht's los, Mädels. Ich fange mal mit der ganz hellsten Farbe an und mache mal ein paar von den Blümle in diesem wirklich sehr helle Gelb. Vielleicht gerade das Innere drin. Und es hat so eine weiche Spitze. Also jetzt gerade mal gucken, ob ich irgendwo Zettel habe, wo ich das finde. Seht ihr, wenn man da drauf drückt, das gibt so ein bisschen nach, so ein Bild. Das ist eine Pinselspitze. Und mit der merke ich jetzt mal so gewisse Sachen, so wie zum Beispiel innen drin dieses Gelb an den Blümchen, das kann man innen schon mal gelb anmalen. Ja, das sind schon sehr intensive Farben. Und jetzt könnte man mal diese Flüssigkeit probieren, weil das ist mir jetzt hier definitiv zu dunkel. Wir experimentieren jetzt mal einfach in der Gegend rum. Hoppala. Man rieche, boah, also geruchsneutral ist es nicht. Es riecht wie immer, wie im Schwimmbad. Also ein bisschen Chlor, würde ich mal sagen, ist da drin. Oha, sehen wir das? Mein Gott, Zauberei. Hätten wir das gesehen? Achtung. Der Wahnsinn. Zack, weg ist's. Hat das echt ein Knaller, gell? Da können wir das alles wieder wegmachen, was wir da verkehrt gemacht haben. Das ist krass. Was mich jetzt natürlich interessiert, kam jetzt mit der Farbe da wieder drüber. Das ist, glaube ich, ein bisschen so ein spezielles Ding. Das muss ich nicht, dass man das umfällt. Was kann ich das drucken? Das probieren wir jetzt nochmal. Ich mache nochmal den Pinsel nass und nehme nochmal von der Farbe was weg. Ah ja. Können wir da nochmal was drauf machen? Okay. Tolles Zeug. So. Jetzt möchte ich mal irgendwo meine Aquarellfarbe wo drauf machen. So, normalerweise habe ich hier einen Aquarellkasten und da tue ich ja dann immer im Aquarellkasten meine Farbe mischen. So. Jetzt muss es einen Unterteller mit tun. Jetzt mal was drauf geben. Dann können wir die mal da austesten. Ups, Salute. Brauchen wir ganz, ganz wenig. Das sind wie gesagt Aquarellfarbe. Aber die sind wunderschön, die Farbe. Ich meine, meine Blümle, die sind das super klein. Gell? Machen wir da jetzt mal ein bisschen von den Blüteköpfle da. Das machen wir ein bisschen nass. Da muss man halt mit dem Pinsel ein bisschen aufpassen. Ne? Der ist natürlich jetzt nicht so perfekt dafür geeignet. Dann mischen wir da mal so Kleinigkeit, dass wir da ein bisschen noch eine andere Farbe zusammenkriegen. Also die ist jetzt wirklich sehr, sehr verdünnt und trotzdem gibt es noch schön Farbe ab. Ich habe da jetzt kaum Farbe dran. Ja, hier ein bisschen Gelb dazu. Ist ja noch feucht. Ich glaube, ich mache einen Tupfer von dem Blau noch mit rein. Mal gucken. Uiuiui, das war ein bisschen arg. Noch mal ein bisschen Wasser. Sich das da ein bisschen verteile. Wenn man das jetzt zu arg ist, dann gehe ich jetzt damit immer irgendwie mit Tuch oder so kurz mal drüber. Da Serviette, um letzte Bastel. So, haben wir das wieder ein bisschen abgenommen.
dann geht es. Gut. Das ist jetzt schon trocken, da war ja der Filzstift. Da mache ich jetzt so ein bisschen Schattierung rein. Ja, und dann können wir da einfach alles Mögliche ausprobieren. Ich habe auch die Stifte gemischt. Wenn man sie natürlich gemischt hat, dann kann man hinterher mit dem Brush X nichts mehr machen. Sobald da die, das hat schon gestimmt, was die da geschrieben haben, sobald die Van Gogh Watercolor-Farbe damit im Spiel war, hat das Brush X nicht mehr funktioniert. Also das funktioniert tatsächlich mit solchen, früher hat man gesagt, Filzstifte, ne? Da funktioniert das wunderbar. Also ich habe die ganze Zeit schon im Kopf jetzt, ich werde mir einen roten zulegen oder ich, ja, und dann werde ich das mal ausprobieren und Pilz malen, einen Fliegepilz, und dann gehen ja oben diese weißen Pünktchen, die kann man super damit dann weglöschen. Dann braucht man sich nicht so anstrengen, wenn man die malen möchte. Oder mit so Maskierflüssigkeit braucht man dann auch nicht rummachen, weil man kann das einfach dann mit diesem, ich sag Tipp-X dann wegmachen oder Brush-X dann einfach wegmachen. Ja, tolle Sache. Jetzt habe ich noch ein bisschen den Hintergrund gemalt, gerade mit dem, was noch auf dem Teller war. Es ist ein bisschen dunkler in Wirklichkeit, als wie ihr das jetzt hier in der Kamera sehen, weil ich habe halt viel Licht an. Aber das ist ganz gut gegangen. Mir ist ein bisschen ausgelaufen bei dem Blau, aber habe ich nicht aufgepasst, weil ich da einfach nochmal drüber bin, über das, was schon gemalt war. Und, aber so ist nicht ganz so grellweiß geblieben, mein Papier. Dann habe ich es auch geföhnt. Und dann habe ich beschlossen, damit es ein bisschen interessanter das Ganze aussieht, habe ich mit dieser Watercolor-Farbe einfach ein paar so kleine Spritzerle drauf gemacht. Und ja, das sieht das ganze Bild einfach schon etwas lebendiger aus. Ne? Das sehen wir ja. Und ich habe, das ist eigentlich ja nicht erlaubt, aber pst, ein bisschen Kaffee noch drüber. Der Kaffee, der steht ja noch da. Und das ist die einzigste Fremdfarbe, das Braun, die braune Tupferle. Und dann habe ich noch meinen wirklich dünneren Micron-Stift genommen oder Mikron-Stift und habe so ganz kleine Akzente da reingesetzt. Das wollte ich jetzt nicht mit dem 10er machen, also das wäre mir zu dick gewesen. Und darum habe ich meinen ganz dünnen genommen, weil das sind wirklich sehr dünne Strichel, die ich da so ein bisschen reinmale am Schluss. Und ja, ich finde die aber auch wichtig. Also ohne die hätte es mir auch gar nicht so gefallen. Ja. Und jetzt wird das Ganze in Stücke geschnitten. Ich mache es Pollenhut-Style-mäßig, Pi mal Auge. Nicht nochmals lineal benutzt, weil ich mag die organische Form. Das stört mich überhaupt nicht. Ich habe die Kante, die stresst, mache ich ja immer. Seht ihr, das passt auch gut dazu. Das sind so rustikale kleine Blümchen. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe mir schon eine ganz alte Buchseite, über 100 Jahre alte Buchseite dahingelegt. Da kommen die jetzt drauf. Die Buchseite dient mir später nur als wie so ein Art Bilderrahmen. Das wird dann alles wieder nochmal zurechtgeschnitten. Und ich habe es mit einem ganz normalen Klebestift einfach aufgeklebt. Und ihr seht jetzt, hier schneide ich sie aus, die ganze Kärtle. Da hatte ich die Buchseite doppelt, habe ich nicht gemerkt. Und das ist ein schöner, die Buchseite, weil die so alt war, hat die so schöne braune Farbe gehabt. Da habe ich nochmal eine gehabt, die war dann eher weiß noch. Auch alt, weiß. Und dann habe ich zwei kaffeegefärbte Papiere übereinander gelegt. Das ist jetzt die Grundlage für die Journalkarte. Und ich habe einfach, weil das war normales 85 Gramm Papier, und da habe ich einfach zwei Papiere übereinander gemacht. Und jetzt platziere ich meine neue Journalkarte, klebe die dann auch tatsächlich auf an die richtige Stelle. Die habe ich mir jetzt schon hin positioniert. Und dann schneide ich die aus. Und ja, und so hat man wieder einen kleinen Vorrat fürs Junk Journal. Und oder wenn ihr das verschenken wollt oder so, ihr könnt hinter drauf dann Glückwunschkarte. Das ist jetzt wie eine Glückwunschkarte. Da habe ich mein digitales Papier genommen, wo wie genäht aussieht. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles in der Infobox runter. Vergesst nicht, den Code zu benutzen, wenn ihr euch diese Box gönnen wollt. Bullenhut 15, aber ich blende euch das noch mal ein, und dann bekommen wir noch 15% Rabatt. Und das ist schon eine tolle Sache, gerade wenn man es einmal ausprobieren möchte und man ist sich noch nicht ganz so sicher. Also wie gesagt, der Inhalt ist definitiv mehr wert, als wie die Box kostet. Und
Man kann auch so eine Box verschenken. Ein schönes Geschenk an jemand. Gell? Also das können wir auch so ein bisschen im Auge behalten. Das ist ein Geschenk. Und da sehen wir uns die fertige Kärtle. Und ich finde sie einfach süß geworden. Ja. Mit der Farbe. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit den nur ein paar Farben eigentlich trotzdem so vielfältig wird. Ja, mir hat es gefallen. Und ja, ich freue mich, dass ich diese Box bekommen habe. Vielen Dank nochmal. Und euch ist vielleicht eine kleine Anregung gewesen, was man auch mit, ja, mit solche Farbe machen kann. Und es müsse nicht immer alle Farben mitspielen. Das war jetzt wirklich nur diese, die ich jetzt dahin gelegt habe. Und trotzdem ist es eine schöne Mischung auch im Hintergrund, wie ihr sehen könnt. Ja, so sieht's aus. Und ich habe natürlich, ihr wisst ja, für den Junk Journal, da benutzt man einfach solche Sachen, um hinter drauf was aufzuschreiben. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe direkt aufgeschrieben, quasi die Geschichte da dahinter, warum ich das Video gemacht habe oder dass die Leute von Upgrade mich angeschrieben haben und so. Und das ist ja für mich mein Junk Journal Bereich. Ich schreibe sowas auf. Das ist eine schöne Erinnerung für mich. Und da benutzt man eben solche Kärtle. Und das kommt dann auch später in mein Junk Journal rein. Das findet dann nachher noch einen Platz. Und ja, darf dafür ewig drin wohnen. Ja. Ja, mit meiner Kinderschrift. Aber ja, meine echte Schrift, die kann man fast nicht lesen. Also während der Schulung schreibe ich gerade mit. Ich kann manchmal meine eigene Sache nicht mehr lesen. Also ich kann aber auch schön schreiben. Das sehen wir jetzt hier. Das ist so mittelschön. Aber ja, ich kann es lesen und das ist die Hauptsache. Und das kommt jetzt in meinen Junk Journal rein. Ja, und das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Anregung gefunden. Und ja, ab und zu darf man sich ruhig mal was gönnen, finde ich. Und in diesem Sinn wünsche ich euch viel Spaß mit eurer Sache und mit eurer Stifte und benutzt eure Sache. Nehmt euch die Zeit, seid kreativ und habt Spaß dran. Alla, ich wünsche euch was, gell? Macht's gut. Bis dann. Tschüss.